Sehr geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich über die Unterstützung des Antrags von SPD, Grünen, FDP, Freie Wähler und Piraten sehr gefreut. Ein Wort der Polemik kann ich dennoch nicht ganz vermeiden, weil das wird ja gewählt in der AfD, muss ich mich jetzt glaube ich nicht äußern, aber zu Herrn Lippardi muss ich doch reden. Denn also das ist ein Redebeitrag, deren Zynismus für eine christliche Partei, erklärtermaßen christliche Partei, eine Schande ist. Die Illusion oder vermeintliche Illusion einer atomwaffenfreien Welt heißt die Illusion einer Welt, die eine reale Chance hat, Waffen zu bannen, die erkanntermaßen und weltweit anerkanntermaßen seit Jahrzehnten nicht beherrschbar sind und die in der Lage sind, durch eine einzige irrationale Handlung einer verantwortlichen Person die Welt in den Abgrund zu ziehen. Und dabei will ich einfach nur mal sagen, ja, Iran, ja, Nordkorea, die größte reale Bedrohung, atomare Bedrohung, die wir momentan haben, geht von dem grünen Weißen Haus aus. Und wenn ich mir vorstelle, dass dort Politik betrieben wird, die tatsächlich irrational ist und die Prinzip auch nicht mehr in dem Sinne unter Kontrolle ist, dann werden wir aber ganz, ganz anders. Und zu der Kalten Kriegsrhetorik, die Sie da aus der Mottenkiste gepackt haben. Also ich will nur mal kurz sagen, die Linke ist eine pluralistische und basisdemokratische Partei, in der sich unterschiedliche Strömungen und im Gegensatz zu den Blockflöten der CDU haben auch die Vorgängerorganisationen der Linken daran nie einen Zweifel gelassen. Die PDS als eine der beiden Vorgängerorganisationen hat in quälenden Parteitagsdebatten über viele, viele Jahre die SED-Vergangenheit gründlichst aufgearbeitet. Und, wenn Sie das nicht lesen wollen, Ihr Problem, aber ich stelle diese Tatsache fest, übrigens von wegen Pluralismus. Was unterstellen Sie mir? Ich will nur mal sagen, von wegen Pluralismus, die Genossinnen und Genossen in der DDR, auf die ich mich von 89 bezogen habe, waren in der Regel im Gefängnis, während ihre Freunde im Ministerrat saßen. Also, aber unabhängig von der Polemik, ich stelle fest, dass es hier eine Bereitschaft gibt, uns auch fraktionsübergreifend, ich glaube, hier geht es auch viel um persönliche Verantwortung. Wir wollen das auch gegenüber den Freundinnen und Freunden der Friedensbewegung klar dokumentiert haben, daher beantrage ich hier eine amtliche Abstimmung. Oh.